Ja, hallo meine liebe Sängerin. Du möchtest also wissen, woher der Ausdruck Beltin kommt. Ich werde es dir in diesem Video verraten. Dieses Video ist richtig für dich, wenn du bereits weißt, was Beltin ist oder wenn du zumindest eine Ahnung hast davon, aber wenn du nicht weißt, was soll dieses Wort Beltin überhaupt? Weil ich finde, in diesem Wort steckt ganz viel drin, was uns helfen kann, auch nachher zu belten. Weil, ja, eben, ich erkläre es dir gleich, da steckt ganz viel drin, was uns hilft, den Belting-Sound zu erzeugen. Aber auch kleiner Disclaimer, das ist kein Belting-Tutorial, dieses Video. Wir machen keine Belting-Übungen zusammen. Wir klären nur mal den Begriff Belting. Und wie gesagt, da steckt einiges drin. Also, ich mache mir immer den Spaß, dass ich am Anfang meine Belting-Workshops, die ich regelmäßig gebe, frage ich die Kursteilnehmer, hey, ihr habt euch für den Belting-Workshop angemeldet. Was bedeutet Belting überhaupt? Oder woher kommt das Wort Belting? Und dann gibt es so verschiedene Theorien. Also eine Theorie, die man immer wieder hört, ist, dass Belting von Belt, wie Englisch Gurt, kommt, der Gurt. Weil man beim Belten mit den Muskeln, die so auf Gurthöhe sind, stark stützt, also so mit dem Unterbauch. Also Belting käme davon, dass man mit den Belt Muscles stützt. Ich kann dir diese Theorie nicht, wie soll ich sagen, ich kann dir nicht beweisen, dass sie nicht stimmt. Ich persönlich glaube nicht so ganz daran. Aber sie geistert herum. Dann gibt es noch eine zweite These, und zwar höre ich immer wieder die These, dass Belting von Bell kommt, also wie Glocke, das würde sich ja dann Bell, also mit zwei L schreiben. Weil Belting so diesen metalligen, glockenhaften Klang hat. Auch das kann ich dir nicht beweisen, dass das nicht so ist. Ich persönlich glaube nicht an diese Theorie, denn Bell hat eben zwei L und dann frage ich mich, ja, wo ist denn dieser zweite L geblieben zwischen Bell und nachher Belting? Würde ja eigentlich gar keinen Sinn machen, dass da plötzlich ein L wegfällt. Heißt, ich glaube auch nicht an diese Theorie. An welche Theorie das ich glaube ist, Belting kommt vom amerikanischen Slang-Ausdruck to belt out. Also das schreibt sich in drei Worten: to belt out. Und to belt out, dieser amerikanische Slang-Ausdruck, heißt, wenn man den auch versucht auf Deutsch zu übersetzen, was bei Slang-Ausdrücken gar nicht immer so einfach ist, heißt auf Deutsch übersetzt losschmettern. To belt out heißt losschmettern. Und ich persönlich finde das die wahrscheinlichste Theorie. Denn in diesem To Belt Out stecken zwei ganz, ganz ja, wichtige Sachen fürs Belten. Also wenn du den Ausdruck losschmettern hast, losschmettern ist etwas, was so aus dem Bauch heraus sehr direkt, sehr ursprünglich ist. Und das ist auch schon eine Qualität von Belting, ja? Das ist eben so dieses direkte, oder wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, Vordergrad, das ist dieses Vordergrade, direkte. Hat also auch etwas sehr Emotionales, etwas sehr Ursprüngliches aus dem Bauch heraus. Und das ist zum Beispiel auch schon eines der Geheimnisse beim Belten, dass man wirklich das auch mit viel Emotion und viel Körperspannung ebenso aus dem Bauch heraus machen sollte. Dann das Zweite, was sich in diesem Begriff losschmettern versteckt, ist: An welches Instrument denkst du, wenn du schmettern hörst? Überleg mal ein paar Sekunden. An welches Instrument denkst du, wenn du schmettern hörst? Also, wenn ich diese Frage stelle, dann kommt 99 von 100 Mal kommt die Antwort: eine Trompete. Eine Trompete schmettert. Hast du auch an eine Trompete gedacht? Also, und wieso finde ich das so passend, dass Schmettern mit der Trompete verbunden ist? Wenn wir belten, brauchen wir sehr viel Twang. Und wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann weißt du ja, was Twang ist. Und Twang hat eine sehr metallische Qualität und ist auch sehr nahe bei der Trompete, mit diesem komprimierten, mit diesem metalligen, mit diesem bissigen, eben schmetternden. Das heißt, im Wort to belt out, belting, steckt bereits so dieses emotionale, ursprüngliche, direkte drin und auch das ganze Thema vom Twang, weil Twang eben dieses metallische, trompetenhafte hat. Deshalb, ich persönlich glaube daran, dass Belting
Slangausdruck, vom amerikanischen Slangausdruck to belt out kommt. Weil das, wie gesagt, auch so diese Begriffe schon so schön drin hat. Hast du Fragen zu Belting? Dann würde ich mich freuen, wenn du es unten in die Kommentare schreibst. Weil dann kann ich auch Videos machen zu den Fragen, die dich zum Thema Belting beschäftigen. Ich gebe übrigens regelmäßig Belting-Kurse. Wenn du daran interessiert bist, dann geh doch mal auf meine Webseite jasminschmid.ch. Dort findest du immer die aktuellen Belting-Kurse. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich auch darüber, wenn du das noch machst. Denn ich habe kürzlich gerade gesehen, bei meinen YouTube Analytics, dass ganze 60% meiner YouTube-Zuschauerinnen meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Also, was du zu diesen 60% gehörst, dann melde dich doch bei YouTube an, du musst dich da registrieren und dann kannst du meinen Kanal abonnieren, das ist übrigens kostenlos. Und dann kannst du auch Kommentare schreiben, eben zum Beispiel mit Fragen. Du wirst informiert, wenn ein neues Video rauskommt, wenn du das möchtest. Da musst du dann das Glockensymbol aktivieren. Und du unterstützt damit auch meinen Kanal. Und falls du schon zu den 40% gehörst, die den Kanal schon abonniert haben, dann sage ich dir vielen Dank. Also jetzt lass mich doch unten in den Kommentaren wissen, welche Fragen du noch hast zu Belting. Und sehr gerne mache ich für dich auch ein paar Videos mit praktischen Belting-Übungen oder mit einem Tutorial noch mit vertiefterem Wissen. In diesem Video ging es, wie gesagt, nur darum, mal zu klären, woher kommt eigentlich der Ausdruck Belting. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag, Abend, wann auch immer du dieses Video schaust und bis zum nächsten Mal.